Jeder, der einigermaßen die Bibel kennt, dem ist klar, dass aufgrund von dem, was sich vor unseren Augen abspielt, wir uns in der Endphase der Zeit bewegen, die allgemein in der Christenheit mit Endzeit bezeichnet wird. Eigentlich benutzt die Bibel diesen Ausdruck eher für die gesamte Gemeindezeit. Das, was wir unter Endzeit verstehen, ist biblisch gesehen eigentlich das Ende der Tage. Und wir sind am Ende der Tage angekommen. Und das Interessante ist, dass unser Herr Jesus zum Beispiel, wenn er diese Zeit beschreibt, und er hat hier ja ganz breite Palette in den Evangelien, aber er hat ein Beispiel genommen, das sehr prägnant ist für die heutige Zeit. Und das ist die Zeit Noahs. Und ich möchte uns wegen dem entscheidenden Punkt, der hier in Vers 39 steht, von Matthäus 24, möchte ich uns ein Stück aus diesem Kapitel lesen. Und dort heißt es ganz einfach, und nichts merkten. Das heißt, sie merkten nichts. Das ist ein Zeichen der Endzeit. Ein Zeichen der Endzeit ist laut Lukas 18 nicht nur Glaubens- und Gebetslosigkeit, sondern ein Zeichen der Endzeit ist auch, dass die Leute nichts merken. Ich lese uns einmal ab Vers 36. Um jenen Tag, und davor hat der Herr Jesus seine Wiederkunft beschrieben, um jeden Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahinraffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Dann werden zwei auf dem Felde sein, der eine wird genommen, der andere wird zurückgelassen. Zwei werden auf der Mühle mahlen, die eine wird genommen und die andere wird zurückgelassen. So wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Das aber erkennt, wenn der Hausherr wüsste, in welcher Nachtstunde der Dieb käme, so würde er wohl wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Und dann erklärt er ja das berühmte Beispiel von dem treuen und klugen Knecht, der zur rechten Zeit das Richtige tut und dass es wunderbar ist, wenn der Herr ihn bei dem, was er nämlich tun soll, bei seiner Berufung finden wird, im Gegensatz zum bösen Knecht, der das Gegenteil tut und hinausgeworfen wird. Wobei die Bibel nicht nur sagt hinausgeworfen, sondern sie sagt eigentlich das viel dramatischer als hinausgeworfen. Sie sagt, er wird ihn in zwei hauen. Also er wird ihn hier richten. Das Grundproblem ist, hinausgeworfen bedeutet praktisch, so wie es in Offenbarung 11 steht, dass es ihre Trennung ist. Und die Trennung wird hier so dramatisch beschrieben, dass sie sagt, die Schrift, dass er sogar derjenige, der hier drunter fällt, in zwei gehauen wird. Man könnte natürlich sagen, gibt es keine andere Themen mehr als diese Endzeit, als Corona, als die Einschränkungen, als alle diese Dinge. Es ist nun mal so, bin ich überzeugt, wir nähern uns der Anfangsphase der Gemeinde Jesu Christi. Und wie die war, das kann man lesen in den 7 Cent schreiben, aber auch in der Kirchengeschichte. Die Gemeinde war am Anfang nicht so, wie es jetzt viele Jahrhunderte war, dass es eine Christenheit im Westen gab, teilweise auch im Osten durch die Ostkirche, sondern es war zur Zeit Jesu so, dass er der Verachtete war bei der religiösen Welt, dass er der Umjubelte war bei denen, die Hilfe brauchten, so wird es auch in der Endzeit sein. Die religiöse Welt wendet sich immer mehr vom Herr Jesus ab, aber zur Zeit der Apostel war es dann so, da war die Gemeinde eine kleine Gruppe, die verfolgt wurde und im Elend war. Siehe, der Sendschreiber an Smyrna, wo diese 10 Verfolgungen dieser Zeit beschrieben werden oder angedeutet werden.
Und jetzt haben wir einen Unterschied. Das war zu der Zeit der Apostel, war das örtlich begrenzt, auch teilweise begrenzt aufs Römische Reich. Aber jetzt haben wir plötzlich eine Zeit, wo alle diese Dinge sich weltweit zusammenbrauen. Wir kennen ja alle aus der Offenbarung 6, die apokalyptischen Reiter, und sie galoppieren. Und die apokalyptischen Reiter galoppieren durch die ganze Kirchengeschichte. Und dann in der Endzeit, in den letzten Tagen, werden sie ihre Endphase erreichen auf dem Höhepunkt, um diese antichristliche Zeit herbeizuführen. Aber auch die Gerichte Gottes herbeizuführen. Die Reiter beginnen in der Regel mit dem weißen Pferd, nämlich mit der Verführung. Und dann kommen die ganzen Dinge, die furchtbar sind für die Menschen. Krieg, Elend, Hunger, Tod, alle diese Dinge. Und das alles braut sich vor unseren Augen zusammen. Und was ganz wichtig ist, das hat, glaube ich, jeder gesehen, der sich einigermaßen auskennt und der ein bisschen geöffnete Augen hat. In Griechische steht in der Offenbarung, und da haben viele gesagt, darum kann das nicht sein, weil hier steht, dass es bald geschehen wird. Schlachtwort übersetzt, was rasch geschehen wird. Und das ist auch an und für sich gut übersetzt. In Fußnote steht unversehens. Das heißt, wenn man das Wort sich jetzt näher ansieht, dann stellt man fest, dass hier im Griechischen Tachai steht. Tachai, da kommt unser Fremdwort Tachometer her. Das heißt, es geht schnell. Die Abläufe sind blitzschnell. Wer hätte je gedacht, dass eine Bevölkerung der westlichen Welt, ich sage jetzt einmal wir Deutschen, aber auch die anderen Völker, dass wir letztendlich, die wir von den Grundregeln auch der Bibel, sprich auch vom mosaischen Gesetz, vom Christentum geprägt waren, dass in so kurzer Zeit die gesamte Schöpfungsordnung Gottes über den Haufen geworfen wird. Die Bibel sagt ganz klar, es gibt nur zwei Geschlechter, Mann und Frau. Das ist keine menschliche Meinung, das ist der biblische Befund. Die Menschen sagen, es gibt 67. Wie konnte so etwas geschehen? Wie kann man eine vollkommen über Jahrhunderte gewachsene Bevölkerungsmeinung und eine klare, ich sage es mal so, Meinung und ein klares Bewusstsein der gesamten normalen, kultivierten Welt innerhalb so kurzer Zeit negieren, sie auf den Kopf stellen und genau das Gegenteil behaupten, dass es 67 Geschlechter gibt? Früher hat man gesagt, wer das behauptet, ist krank. Heute musst du aufpassen, wenn du das Gegenteil behauptest. Bloß, Entschuldigung, die Bibel sagt, sie ist die Wahrheit. Wenn die Bibel sagt, es gibt nur zwei Geschlechter, dann ist eigentlich egal, was Menschen sagen. Dann haben wir uns zu der Bibel zu stellen. Und die Bibel geht jetzt hin und zeigt, dass es war wie in den Tagen Noahs. Dort war es ja so, dort war eine Arche, ein Schiff, das war die Rettung. Wer in der Arche nachher war, der war gerettet. Wer nicht drin war, war verloren. Und Noah hat ihnen ja auch gepredigt, hat ihnen auch das gesagt, dass die Katastrophen kommen. Und dass das Gericht kommt und dass das Elend kommt. Heute beginnt es. Wir haben Katastrophe auf der ganzen Welt. Das Schlimme ist, durch die Medien, durch das, dass man dauernd mit dem Bild konfrontiert wird, ob das Fernseher, ob das letztendlich Internet, ob das Smartphones, ob das Handys sind, überall ist das Bild gegenwärtig und narkotisiert die Leute. Und das ist ein alter Witz, wenn man die Leute immer mit dem Gleichen konfrontiert, dann werden sie mit der Zeit abgestumpft. Das heißt, die Leute erkennen gar nicht, dass sich die Erdbeben verstärkt haben, dass sich die Katastrophen verstärkt haben, dass sich die antichristlichen Zustände verstärkt haben, dass sich totalitäre Strukturen langsam aber sicher entwickeln. Sie sehen das alles nicht, wenn man sie langsam dran gewöhnt. Es gibt ja das berühmte Beispiel von dem Frosch. Wenn du einen Frosch in ein Wasserglas mit heißem Wasser reinwerfen willst, dann wehrt er sich und hüpft raus. Wenn du ihn aber in der Wasserglas, das kaltes Wasser enthält, drin lässt und ihn langsam dran gewöhnt, dass es immer wärmer und immer wärmer wird und immer wärmer wird. Am Schluss wird er gekocht und ist tot, ist verloren, weil er nichts merkt. Und genau das ist das Problem, warum die Leute nichts merken, weil wir systematisch an die antichristlichen, teuflischen, antibiblischen Zustände gewöhnt werden. Wer die Bibel kennt, der weiß, Offenbarung 6 bis 9,
Wir wissen alle von den Gerichten, von den Siegelgerichten, von den Posaunengerichten, später die Zornschalengerichte, dazwischen die Donner, von denen niemand was weiß. Aber es wird dort beschrieben, wie Gott die Menschen wegen ihrer Sünde richtet, unter anderem wegen ihrer Gottlosigkeit, dass sie Gottes Angesicht lästern, indem er ihnen Katastrophe schickt, aber auch die Umwelt wird gerichtet. Wisst ihr, was ist das heute für ein Jammer wegen der Umwelt? Aber das kann man nicht regeln, indem man zum Beispiel andere Autos fährt, sondern das kann man nur regeln, indem man Buße tut. Dann nimmt Gott die Gerichte zurück, sonst eben gar nicht. Und das Nächste, was hier ist, wir sehen plötzlich, wie Gott uns den Dämonen, den Finsternismächten, den gottlosen Kräften preisgibt. Eine völlige Gesetzlosigkeit, wie es in Matthäus 24,12 geschrieben steht, dass die überhand nimmt. Und dass dann auch die Gläubigen erkalten werden. Das ist genau das, was man heute sieht. Aber auch natürlich Einfluss von anderen Religionen, die nicht ihre Wurzel in Gott haben. Zum Beispiel Islamisierung. Das ist heute alles normal. Man gewöhnt sich dran. Das ist alles normal. Man gewöhnt sich an die Gottlosigkeit, an die Gesetzlosigkeit, an die Islamisierung, an die Sünde, die Römer 1,18 bis Ende des Kapitels als furchtbar bezeichnet und als dem Gericht Gottes letztendlich ausgeliefert beschreibt. Wer das tut, ist im Gericht Gottes ausgeliefert, da gibt es kein Zurück. Und alles, was hier passiert, schafft etwas, das man sich einfach einmal vergegenwärtigen muss. In diesen Zuständen verändert sich die Menschen. Man sagt, ja, ja, wegen Corona, wegen diesen Dingen, wegen diesen Einschränkungen, wegen diesen drohende Dinge, mit denen man die Menschen droht, Impfung, Isolation, also bis hin, ich will es gar nicht beschreiben, was da alles beschrieben wird, bis hin zu Ähnliches wie Lager und so. Aber das alles ist aus meiner Sicht nur Wehe. Und der Wehe ist noch nicht die Geburt, es ist eine Vorstufe. Gut, die Endgeburt, die Bibel meint, ist natürlich die Wiederkunft Jesu, aber das, der Wehe ist zu Beginn noch harmlos im Vergleich, sie wird immer stärker. Und das, was heute passiert, ist letztendlich eine Vorbereitung. Und aber es wird in diesen Vorbereitungen bereits der Endzeitmensch geschaffen aus 2. Timotheus 3,1. Da sagt die Bibel, es werden schlimme Zeiten sein, das gleiche Wort, das benutzt wird für die dämonisierten gadarenischen Finsternismächte. Und da steht in Matthäus 8,28, da steht das gleiche Wort. Und es kommt jetzt eine Beschreibung, was für ein Mensch geboren wird. Dieser Mensch, der hier geboren wird, der ist furchtbar. Was dort war, wenn Gadarener, Gergesener wird's in der Schlachter hier in dem Kapitel genannt, das ist etwas Furchtbares. Und jetzt sagt die Bibel, da wird ein Mensch entstehen, der sich selbst liebt. Da steht Phileo, also zählisch sich liebt, der geldgierig ist, der prahlerisch ist, der überheblich ist, der ein Lästerer ist, das sehen wir immer mehr, der den Eltern ungehorsam ist. Wenn ich sehe, was heute passiert, dass kleine Kinder oder Mädchen Regierungschefs angreifen, früher hätte man den Kopf geschüttelt, sowas war undenkbar. Undankbar, und das ist ein typisches Zeichen der Endzeit, die Leute werden immer undankbarer, immer frecher, immer gottloser, auch in gläubigen Kreisen. Anstand geht weg, sie werden unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht. Da steht Kratos als Grundwort, also keine Kontrolle habend, gewalttätig, dem guten Feind. Verräter, Geschwister, es gibt ein Problem, auch in der Gemeinde Jesu. Was glaubt ihr, wenn die Endzeit weiter fortschreitet, dann wird das Gleiche passieren wie bei Watchmen Nee. Damals geschah, als Mao Zedong kam, als die Kommunisten in China das alles überrollt haben, die Gemeinde. Dort standen die Leute aus der Gemeinde auf und haben sich verraten. Und das ist ein Merkmal der Endzeit und das ist furchtbar, wenn das in Reihe der Gläubigen geschieht. Verräter, sagt die Bibel, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben, wieder Phileo, das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht oder Gottseligkeit.
deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Dieser Mensch wird geboren durch diese Zustände, durch diese Umstände. Und die Zeiten Noahs, das ist drumherum, aber mittendrin ist diese Art von Mensch. Und der Herr Jesus beschreibt es dramatisch. Und er sagt, wir müssen wachen, dass wir hier nicht mit untergehen. Und wenn man das einmal sieht, die Bibel sagt, sie aßen, sie tranken, sie verheirateten sich bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging. Das heißt, sie haben sich um das normale Leben gedreht, sie haben sich um die geistlichen Dinge nicht gekümmert. Das Wichtigste war Essen, Trinken. Das sehen wir jetzt in dieser Corona-Heimsuchung, ist für mich ein Gericht Gottes über eine gottlose Menschheit. Und aus dem Grund sind auch die Maßnahmen genauso von negativen Dingen geprägt. Das heißt zu Deutsch, man hat es hier mit etwas zu tun, was ich furchtbar finde, nämlich wenn Gott Menschen richtet, dann gibt er sie laut Römer 1, 18 und Folgeverse einfach dahin. Und er gibt uns in diesen Dingen dahin, dass auch die Menschen gottloseste Dinge in diesem Zusammenhang tun dürfen und können, und das ist furchtbar. Aber der entscheidende Punkt ist, jetzt siehst du plötzlich, die Leute sind bereit, das ist Rom. Ich habe schon oft erzählt, Panem et Circensis, Brot und Spiele, das hat Rom geprägt. Wenn du denen Brot gabst, genügend zu essen, und der Zirkus, die Spiele, das entspricht dem heutigen Bild, sprich Fernseher, sprich Internet, sprich Smartphones, sprich Spiele, also Konsolen, alle diese Dinge. Wenn du das ihnen gabst, dann waren sie zufrieden. Und so ist heute auch. Jetzt sieht man, wenn man die Leute plötzlich das wegnimmt, dass sie essen gehen dürfen. Kaum fassbar. Wenn man die Leute zum Beispiel nicht mehr erlaubt, eine Versammlung zu halten, wie wir es gewöhnt sind, ist furchtbar, wie die Leute reagieren. Nirgends steht ihre Bibelstelle, dass eine Versammlung, nur eine große Versammlung, wie wir sie ja auch lange hatten, sein muss, dass sie nicht genauso in den Häusern hin und her geschehen kann. Die Gemeinde Jesu ist ein unsichtbares Gebilde, das sich immer, wo zwei oder drei versammelt sind, zeigt. Aber jetzt plötzlich ist man bereit, nur dass man das Alte hat, essen, trinken, die Abläufe, ich will in Urlaub, ich will fliegen, ich will letztendlich Versammlung, wie wir sie immer hatten. Nur damit das hat, ist man bereit, jeden Kompromiss einzugehen. Man sieht, wie diese antichristlichen Kräfte es leicht haben, die Menschen durch diese Maßnahme zu dem zu bringen, was sie wollen. Und durch das alles wirst du auch von geistlichen Dingen abgelenkt. So wie zur Zeit Noahs glauben die Leute auch heute nicht, dass das große Gericht bevorsteht, obwohl sich schon alles zusammenbraut. Ich sage es mal ganz hart, wir sind schon mal fast am Dritten Weltkrieg vorbeigegangen. Wenn da in der Ukraine, könnte sein, dass das ist, ich weiß es nicht, wenn hier wieder was passiert und es gibt einen Krieg, das hat schon der amerikanische Präsident vorher gesagt, Obama, dann wird dieser Krieg nicht in Russland und nicht in Amerika sich abspielen, sondern in Europa. Dann haben wir den Krieg plötzlich vor der Haustür. Wir haben doch alle geglaubt, es gibt die Entspannung, die Auflösung der Blöcke, es wird alles Friede sein. Drum steht in der Bibel, wenn sie sagen, Friede und Sicherheit. Es ist interessant, dass die Konferenz, die das damals angestrebt hat, KSZE geheißen hat, Konferenz für Friede und Sicherheit. Und die Bibel sagt, wenn sie das schreit, Friede und Sicherheit, dann kommt das Verderben über sie wie ein Fallstrick. Das heißt zu Deutsch, man muss hier mit rechnen, dass dann auch in Tachai geht, nämlich blitzartig und schnell und über die Leute hereinbricht. Und die große Gerichte steht bevor und das Gericht fängt immer im Haus Gottes an. Du siehst auch, wie die Gemeinde Jesu sich verändert hat. Unfassbar. Unfassbar. Und dann natürlich das Gericht über die gottlosen Menschen. Wenn ich sehe, was Gläubige bereit sind, für Kompromisse zu machen, nur, dass sie wieder alles haben, was sie gewöhnt sind. Da muss ich sagen, was würdet ihr machen, wenn das Mahlzeichen kommen würde? Wir wissen ja nicht, wann die Entrückung ist. Aber wenn letztendlich, wenn das Mahlzeichen kommt, was machen die Leute dann? Ich habe die Woche mit meinem mir altvertrauten Bruder, mit dem ich schon viele, viele, viele Jahre geistlich verbunden bin, gesprochen. Wir kamen auf seine Großmutter zum Sprechen. Und sie hatte hier bei uns in Tailfingen eine christliche Buchhandlung. Und ich kann mich noch erinnern, wo ich als junger Mann auch in der Buchhandlung immer aus und ein ging, wie dann diese alte
gläubige Frau die Leute auch angeredet hat. Unter anderem sagte sie auch zu den Leuten, so haben wir auch dann berichtet, sie sagte zu den Leuten, nimm ja das Mahlzeichen nicht an. Also die alte Generation, obwohl es da gar keine Gefahr in dem Sinne gab wie heute, die war wesentlich schlauer wie wir. Und jetzt sieht man ganz einfach etwas, wenn diese apokalyptische Rede reitet, und wir sehen ja jetzt, wie durch Corona, es gehört zu der Seuche und drumherum, wie das Antichristliche explodiert, wie auch totalitäre Strukturen aufgebaut werden, was ja der Antichrist dann braucht für sein Kommen. Dann sagt aber die Bibel, dann kommen Kriege, könnte Ukraine sein, kaum was anderes sein. Ich hatte Statistik, wie viele Kriege es gibt. Ich war schockiert, wie viele zurzeit Kriege sind. Das wird dir gar nicht bewusst, du bist schon dran gewöhnt. Aber dann sagt die Bibel etwas, Hungersnöte. Und es ist immer schlimmer, wir sind uns einfach nicht bewusst. Ich habe jetzt mal vor Zeit so eine Liste bekommen mit allen Kraftwerken, die abgestellt werden. Man hat immer nur von den 3 Atomkraftwerken gesprochen, die jetzt am Jahresende abgestellt werden. Dass da aber noch eine ganze Latte, 3-, 4-, 5-fache Kohlekraftwerke abgestellt wird, das hat niemand gesagt. Das würde bedeuten, wir haben nicht mehr diese Grundsicherheit in der Versorgung mit Strom und mit Energie. Und wenn zum Beispiel keine Sonne scheint, kein Wind geht, dann sind die alternative Energieträger plötzlich hilflos, gefährlich. Und alle sagen uns, das ist ja interessant, es kommt der Blackout, es kommt der totale Zusammenbruch. Jetzt war wieder in Albstadt für ein paar Stunden der Strom weg. Nur immer Teil, aber er war wieder weg. Und wir wissen es für andere Gegenden, wo plötzlich der Strom weg ist. Und man muss sich einfach einmal vergegenwärtigen, was passiert, wenn so ein Blackout kommt. Dann wird es gefährlich. Dann funktioniert Brot und Spiele panem et circensis nicht mehr. Du kannst nicht versorgt werden. Ein stellvertretender Leiter von so einem großen Supermarkt, mit dem ich glaubensmäßig ins Gespräch kam, der sagte zu uns, wir werden nicht mehr versorgen können. Kauft Papier. Ein Weltmann, der hat es voll erkannt. Und der sagt, er weiß das aus seinem Bereich, dass einfach die Versorgung gefährdet ist. Wenn der Strom wegbleibt, nur eine Woche, dann hast du schon den Beginn einer Hungersnot. Dann kannst du nichts mehr kaufen. Du hast kein Benzin mehr, du hast kein Wasser, du hast keine funktionierende Toilette, du hast keine Hygiene, du hast keine Wärme. Wehe, wenn das im Winter passiert. Und wenn das ist und die Menschen so in Not kommen, wenn sie jetzt schon wegen ein bisschen nicht essen dürfen oder nicht in Urlaub dürfen, schon zu jedem Kompromiss bereit sind, was glaubt ihr, zu was die Menschen dann bereit sind? Die werden alles tun, um das zu bekommen. Die werden sich auch gegen alle stellen, die hier nicht mitmachen. Dann kannst du alles durchsetzen, wie im alten Rom. Sie wollen halt ihren Wohlstand, ihr Essen, ihr Trinken, ihre Belustigung und sie beim goldenen Kalb, da war es genau gleich. Spiele, das Bild beherrscht alles, Offenbarung 13, das Sprechende, das bewegliche Bild. Und dann sagt die Bibel, und das sehen wir auch, wie es sich zusammenbraut, das, was mit Geld zu tun hat, auch die Digitalisierung, dass alles nur noch digitalisiert wird. Wenn ich jetzt sehe, was hier alles kommt, jetzt sind die Krankmeldungen beim Arzt, werden digitalisiert, es wird alles digitalisiert. Ja, was machst du, wenn du kein Smartphone oder kein Handy hast? Es soll ja immer noch Menschen geben, die das nicht haben. Ja, jetzt machen sie schon Tricks mit Scheckkarte, ähnliche Gebilde, nur dass man auch die Leute zur Digitalisierung zwingen kann. Und wenn die Digitalisierung da ist und alles digitalisiert ist, dann hast du die Totalkontrolle. Von daher sind die ganzen Codes, ob die QR-Codes oder was anderes heißen, elendiglich gefährlich. Sie sind elendiglich, denn sie werden letztendlich unsere Freiheit abdrehen. Und du bist dann wie in China völlig kontrolliert. Aber das Schlimme ist, die Bibel sagt in Offenbarung 13, du kannst ihn nur noch kaufen oder verkaufen, wenn du die Zahl hast. Wisst ihr, man hat immer gesagt, hast du ganz einfach, du brauchst halt einen Zugang zum Bankkonto und ein Programm und da kriegst du PIN oder TAN, das sind die liebe Zahlen. Die Bibel sagt genau das Gleiche. Sie sagt, du kannst nur noch kaufen oder verkaufen, wenn du eine Zahl hast. Das heißt, der gesamte Verkauf und Kauf wird digitalisiert. Wenn du das nicht hast, dir nicht mitmachst mit dem System,
Und dann kannst du weder kaufen noch verkaufen. Das heißt, die antichristlichen Zustände, auch die Gesetzlosigkeit, die Teufeleier, alle diese Dinge, die apokalyptischen Reiter, die spielen sich vor unseren Augen ab in einer atemberaubenden Art und Weise. Ich bin jetzt fast 50 Jahre gläubig. Das heißt, wenn ich zurückgucke, es war für uns undenkbar, dass sowas so blitzartig, so schnell geschehen kann. Heute hast du die ganzen Offenbarungszustände vor unseren Augen. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt bei Noah. Sie merkten nichts. Sie haben nichts gemerkt. Der antichristliche Geist feiert Triumphe. Das Christentum wird ausgelöscht. Es gibt Synkretismus, Religionsvermischung. Letztendlich wird das Bürgertum, das bürgerliche Leben ausgelöscht. Die göttliche Ordnung, Ehe, Mann, Frau werden negiert, werden ausgelöscht. Auch die Schöpfungsordnung, die Gott ganz klar gegeben hat. Und dadurch fordern wir natürlich das Gericht Gottes noch viel mehr heraus. Aber auch was zunimmt, und das ist erschreckend, die Lästerung gegen unseren Herrn Jesus. Und dann sagt die Bibel, 2. Thessalonicher 2, wo das Kommen des Antichristen beschrieben wird, da sagt die Bibel, Gott sendet ihnen, so steht's, das könnt ihr vom Grundtext ganz, ganz radikal übersetzen, eine wirksame Kraft des Irrwahns, kräftige Irrtümer. Das heißt, Gott selber schickt den Menschen als Gericht die Verblendung und darum merken sie nichts. Wisst ihr, wir kennen hochintelligente Leute. Ob das Politiker sind, ob das Wissenschaftler sind, ob das Ärzte sind, ob das Rechtsanwälte sind, einfach ob das Banker sind, einfach die Elite, das, was man sagt, das sind die gehobenen Berufe und alles. Wie können die alle auf diese antichristlichen, endzeitlichen Verführungen hereinfallen und nichts merken? Wisst ihr, du kannst heute zum Beispiel gegen Dinge, kannst du relativ leicht vorgehen. Als ich zum Glauben kam, war es fast unmöglich, nur am geringsten am Grundgesetz zu kratzen. Heute ist das kein Problem mehr. Es wird das Grundgesetz, ohne dass man straft, einfach teilweise übergangen. Da wird einfach ein Grundsatzurteil gefällt. Ja, das ist so nicht gemeint. Das betrifft nicht das Grundgesetz. Wisst ihr, das ist einfach. Es ist halt so, wenn einmal Gott die Menschen dahin gegeben hat, dann gibt es keine Bremse mehr. Lässt einmal in Ruhe, ganz, ganz in Ruhe. Römer 1, 18 bis 32, da werdet ihr etwas finden. Da werdet ihr finden, wie das passiert. Und zwar, die Bibel sagt, er gibt sie dahin in ihre Begierden. Und das sind auch die sexuellen Verfehlungen, auch die unnatürliche Sexualität. Er gibt sie hin in entehrende Leidenschaften. Er gibt sie dahin in eine unwürdige Gesinnung, dass sie das tun, was sich nicht geziemt, also der Anstand geht verloren. Und er sagt, sie werdet vollständig voll sein von Ungerechtigkeit, Pornoia, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, Vollneid, Mordlust, Streit, Betrug, Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, Erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos. Bei dem Wort lieblos, da steht im Griechischen ein Wort, das geht in Richtung ohne familiäre Liebe, unversöhnlich, unbarmherzig. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Gott gibt uns dahin. Und nur wenn jemand Buße tut, sich reinigen lässt durch Jesu Blut, zumal Jesus flieht, kann er diesem dahingegeben sein, entfliehen. Wird er von diesen antichristlichen Kräften nicht weggerissen, nur wenn er nahe beim Herrn Jesus ist. Und jetzt kommt etwas, das ist furchtbar. Inzwischen ist der Mensch im totalen Mittelpunkt. Man hat den Eindruck, die neue Religion heißt Gesundheit. In der Bibel steht, das Leben eines Menschen wird 70 oder 80 Jahre. Das sagt sogar, wenn es hochkommt, sind es 80. Und dann ist ein Mensch gesetzt zu sterben. Aber danach das Gericht. Darum ist wichtig, dass man wiedergeboren ist, bekehrt ist, gewaschen ist im Blut Jesu, sonst geht man verloren. Heute haben wir den Eindruck, du musst alles tun. Gesundheit ist das höchste Gut des Menschen. Gesundheit ist wichtig, aber ist nicht das höchste Gut. Das höchste Gut ist das ewige Leben. Und jetzt kommt der Mensch immer mehr in den Mittelpunkt. Man verlässt sich auf Menschen, stellt den Menschen im Mittelpunkt. Und Gott wird abgesetzt durch einen gottlosen, teuflischen, antichristlichen Menschen.
Und jetzt sagt die Bibel in Jeremia 17, 7, gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Und dann sagt sie, der ist wie ein Baum, der gewurzelt ist am Wasser. So wie es im Psalm 1 steht, das ist jemand, der im Segen Gottes geht, wo die ganze Gnade Gottes sich über ihn ergießt. Das sind eigentlich die echten Gläubigen, die wirklich auch in dieser Endzeit dem Herr Jesus dienen, die nicht verblendet sind, die das alles merken und die merken, dass ernst wird und sich immer mehr zum Herr Jesus flieht. Aber die Bibel sagt davor, Vers 5, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Da ist ein Fluch drauf, sich auf Menschen zu verlassen. Es ist ein Fluch drauf, den Mensch in den Mittelpunkt zu stellen. Es geht nicht. Der Mensch ist gefallen. Er ist vom Teufel verseucht. Er ist schon nichts. Wenn er sich nicht bekehrt, fährt er nicht nur in die Hölle, sondern geht auch in dieser natürlichen Zeit, wo er auf der Erde leben kann, im Körper, geht er ins Elend. Das sieht man doch. Aber sie merkte nichts. Es ist so schrecklich, dass der Herr Jesus sogar im Lukas 17 diese Dinge der Zeit Noahs nochmals aufgreift. Er beschreibt es wieder. Er sagt, das ist gegangen, bis die Sintflut kam und sie alle vernichtet hat, sie alle zunichte gemacht hat. Genauso wie Sodom und Gomorra, wo Gott dann das Gericht gegeben hat. Lot war ein Gerechter, der wurde gerettet, die anderen sind umgekommen. Und dann sagt die Bibel, gedenke an Lots Weib. Lots Weib ist ja letztendlich zwar auch geflohen, aber nur äußerlich. Im Herzen war sie immer noch bei dieser Welt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen uns von diesen Dingen lösen. Und das Geistliche, der Herr Jesus, das Reich Gottes, auch die Heilige Schrift muss wieder unser Zentrum sein. Und die anderen Dinge sind zweitrangig. Sonst könnte es uns gehen wie Lots Frau und das wäre dramatisch. Wenn wir jetzt aber die Tage Lots beiseite tun und uns nochmals zu den Tagen Noahs wenden. Interessant ist ja, dass auch die abgefallene Christenheit und Leute, die abgefallen sind oder sich im Abfall befindet, die Tage Noahs negieren und sagen, die gab es nicht. Gell? Das ist halt, wie die Verblendung da einhergeht. Und das ist auch wieder Okkultismus hier. Dämonen sich die Frauen genähert haben. Und in 1. Mose 6, 3 sagt dann die Bibel, was Gott sagt über diesen Okkultismus, was Gott sagt über Dämonie, was Gott sagt über antichristliche, teuflische Kräfte, wenn der Mensch von denen erfasst wird, das ist heute der Fall wie noch nie. Ich denke, dass der Schlund aus der Offenbarung geöffnet ist und diese Dämonen inzwischen über die Erde ziert. Da sagt die Bibel, mein Geist soll nicht immer mit dem Menschen rechten, denn er ist ja Fleisch. So sollen seine Tage 120 Jahre betragen. Das ist dann, hat mir mal jemand erklärt, das war fantastisch. Er sagt, bei der Sintflut kam der Wassergürtel, der um die Erde war, herunter. Dadurch ist nicht nur die Sintflut, hat die ganze Erde überschwemmt, sondern die ganze Abläufe waren wie eine Sikomatik, die sind viel schneller abgelaufen. Aber da ist etwas passiert. Der Wassergürtel, der vor der kosmischen Strahlung geschützt hat, der ist weg. Und die Bibel sagt, vorher, als der Wassergürtel noch da war, waren es 120 Jahre als Lebenszeit für den Menschen. Und dann in den Psalmen sind es nur noch 70 oder 80. Also Gott richtet. Und dann sagt er in Vers 5, als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde und es betrübte ihn in seinem Herzen. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, vom Menschen bis zum Vieh, bis zum Gewürm, bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reut mich, dass ich ihn gemacht habe. Auf das steuern wir wieder zu. Nur sagt die Bibel klipp und klar, es wird keine Sintflut mehr geben. Drum auch das Zeichen des Regenbogens. Sondern die Bibel sagt, die nächste Flut wird eine Feuerflut sein. Und das kann man sich jetzt erst erklären, wenn man weiß, was Atomwaffe und was diese neumodische Waffe alles ausrichten können. Wer je einmal das gesehen hat, was in Hiroshima war, und das ist ein Klacks gegenüber dem, was heute möglich ist, der versteht, was hier die Bibel meint. Und die Bibel sagt klipp und klar, wenn die Gottlosigkeit und die Teufelei einen Höhepunkt hat, richtet Gott sein ganzes Augenmerk drauf, dieses Gericht über die Menschen auszugießen. Aber, wunderbar, Vers 8, Noah fand Gnade
in den Augen des Herrn. Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Ich muss das einfach sehen. Inmitten dieser teuflischen, antichristlichen Zustände sind immer noch die Gerechten. Die werden immer weniger. Es sind die Leute, die sich bekehrt haben, die wiedergeboren sind zur lebendigen Hoffnung, die der Herr Jesus im Herzen haben, die gewaschen sind durch sein Blut, die vor Gott gerecht sind. Nicht, weil sie besser sind, sondern weil das Blut Jesus sie gerecht gemacht hat. Und diese Leute werden entfliehen. Das sagt die Bibel klipp und klar. Vers 11, aber die Erde war verderbt vor Gott und erfüllt mit Frevel. Und Gott sah die Erde an und siehe, sie war verderbt. Denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf der Erde. Da sprach Gott zu Noah, das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist durch und durch mit Frevel erfüllt. Also wörtlich heißt, denn die Erde ist durch sie mit Frevel erfüllt. Also die Menschen haben sie erfüllt. Und siehe, ich will sie samt der Erde vertilgen. Mache dir eine Arche aus Tannenholz. In Räume sollst du die Arche teilen und sie innen und außen mit Pech überziehen. Und so sollst du sie machen. 300 Ellen lang soll die Arche sein, 50 Ellen breit, 30 Ellen hoch. Eine Lichtöffnung sollst du für die Arche machen. Eine Elle hoch, ganz oben an der Arche. So sollst du sie ringsum herstellen und den Eingang der Arche sollst du an ihrer Seite setzen. Du sollst dir ein unteres, zweites und drittes Stockwerk geben. Denn ich will die Wasserflut über die Erde bringen, um alles Fleisch, das Lebens oben in sich hat, zu vertilgen unter dem ganzen Himmel. Alles, was auf der Erde ist, soll umkommen. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. Und von allem, was lebt und so weiter. Die Bibel sagt klipp und klar, es gibt eine Arche. Und dieses gewaltige Kapitel ist ein Schattenbild, also eine Vorschattung auf die Rettung. Die Arche ist letztendlich ein Bild für den Leib Jesu Christi. Wer im Leib Jesu Christi drin ist, wer durch die Tür, und die Bibel sagt ganz klar im Johannesevangelium, die Tür ist der Herr Jesus selber, wer durch die Tür, durch den Herr Jesus, durch eine Bekehrung, durch eine Wiedergeburt, durch die Rettung, durch das Abwaschen durch Jesu Blut, in einem Geist zu einem Leib getauft ist, während der Leib Christi hineingetauft wird bei der Errettung, der ist in der Arche. Und die Bibel sagt, in der Arche, die sind alle gerettet. Wer aber außerhalb der Arche ist, der geht unter. Jetzt geht die Bibel hin und beschreibt die Arche. Sie sagt, sie ist innen und außen mit Pech verpicht. Pech ist ein Dichtungsmittel. Das heißt, sie ist wasserdicht. Wasser, in der Regel ein Bild fürs Völkermeer, für die Welt. Das heißt, die Arche sondert sich von der Welt ab. Das ist das, was die Leute heute in der Endzeit ja auch nicht mehr wollen. Vor allem die jüngere Generation, die will das nicht. Die hat es immer noch nicht begriffen. Der Unterschied zwischen Welt und Reich Gottes. Man muss sich von der Welt absondern. Das heißt nicht, dass ich weltfremd lebe. Ich muss in dieser Welt meinen Beruf ausführen, wenn ich noch berufstätig bin. Ich muss essen, trinken, ich muss mich normal benehmen. Jeder Gläubige benimmt sich wie ein normaler Mensch, aber innerlich und äußerlich ist er von bestimmten Dingen abgesondert. Vor allem in der Gemeinde Jesu gelten nicht die Regeln dieser Welt. Da spielt es keine Rolle, was du studiert hast. Da spielt es keine Rolle, was du letztendlich für eine Ausbildung hast. Wie intelligent du bist, wie schön du bist, wie rhetorisch begabt du bist, spielt alles keine Rolle. Sondern in der Gemeinde Jesu gilt nur die Berufung, die Gott gegeben hat. 1. Petrus 4,10, jeder diene Gott in der Berufung, durch die er berufen ist. Und mit der Gnadegabe soll er Gott dann dienen. Ich habe es jetzt frei zitiert. Entscheidender Punkt, das ist die Absonderung. Man sondert sich von den weltlichen Methoden ab. Man sondert sich von den weltlichen Denkweisen ab. Man sondert sich von der Tradition ab, von all diesen Dingen. Es war jetzt wieder dramatisch, wenn ich Weihnachten sehe. Wisst ihr, Entschuldigung. Ich weiß, dass im Osten für manche Gläubige wichtig war, Weihnachten als Zeichen gegen den Kommunismus zu haben. Unbestritten. Aber hier in der westlichen Welt muss ich das einfach vergegenwärtigen. Der 24. und der 25. ist alles aber nur nicht der Geburtstag Jesu. Das kann man auch eigentlich vom Umfeld Israels relativ leicht nachvollziehen. Sondern das ist letztendlich ein alter römischer, heidnischer Feiertag.
Man hat der Gemeinde Jesu Feiertage untergejubelt, hat ihnen Traditionen untergejubelt, die nicht biblisch sind. Lieder, die nicht biblisch sind. Es gibt natürlich auch Weihnachtslieder, die sind fantastisch. Tochter, zieh und freue dich. Solche Lieder, das ist wieder wunderbar. Aber Tannenbaum, Entschuldigung, soll ich einen Götzenbaum besingen? Wisst ihr, da siehst du halt, wie dieser antichristliche Geist schon frühzeitig begonnen hat, die Gemeinde zu unterwandern. Und jetzt in der Endzeit explodiert es. Übrigens interessant, Weihnachtsbaum gibt es gar nicht so lange. Aber hier ist etwas. Du siehst einfach, das ist eine Absonderung, äußerlich. Das ist außer die Arche mit Pech verpicht. Das heißt, die Gemeinde sondert sich nach außen von dem ab. Das ist auch der Grund, warum wir als Gemeinde beschlossen hatten, solange wir normale Versammlungen halten konnten, es gibt keine Weihnachtsgottesdienste. Es gibt keine speziellen Gottesdienste zu bestimmten Zeiten, sondern wir nehmen genau das. Am ersten Tag der Woche hat sich die Gemeinde versammelt. Zum Beispiel die Auferstehung. Die Welt nennt es Ostern nach der Göttin Ostara, was gottlos genug ist. Am Tag, am Auferstehungsfest, das ist sowieso ein Sonntag, hat die Gemeinde Normalversammlung. Pfingster, Ausgießung des Heiligen Geistes, auch ein Sonntag, hat die Gemeinde auch Normalversammlung. Die Gemeinde ignoriert diese ganze Tradition, äußert sich zu denen nicht, sondern sondert sich von denen ab, auch von den weltlichen Dingen. Wenn jemand noch so hoch studiert ist, hat der Gemeinde zuerst mal gar nichts zu sagen. Er muss vor Gott berufen sein und dann hat er was zu sagen. Das heißt, sie nimmt nicht die Dinge dieser Welt an, das ist die äußere Absonderung. Aber dann sagt die Bibel, diese Arche ist auch innen verpicht. Das heißt, die innere Absonderung. Ich sondere mich in meiner Denkweise von dem, was die Welt will, ab. Ich will nicht, was die Welt will. Wisst ihr? Wenn die Welt heute sagt, gerade in dieser verführerischen Pandemiesituation, die Gesundheit ist das höchste Gut, muss ich sagen, nein, ich sterbe im Wille Gottes. Nicht die Gesundheit ist das höchste Gut, sondern das geistliche Leben ist das höchste Gut. Man sondert sich innerlich von diesen Dingen ab, man denkt nicht wie diese Welt und sagt, Herr, was du willst für mein Leben, das ist maßgeblich, der Rest interessiert mich zuerst schon mal gar nicht. Wenn man so vorgeht, dann letztendlich beginnt man geistlich sich bewusst zu sein, dass man zu dieser Arche gehört. Und dann kann man auch ganz mit wirklichem Recht davon ausgehen, dass Gott ins Entfliehen lässt, weil er hat auch das Gericht über diese Welt beschlossen. Lest einmal ab Offenbarung 16 die Zornschalengerichte. Und dann ist was Interessantes. Er sagt, diese Arche ist 300 Ellen lang. 300 ist eine Symbolzahl, das ist 6, die Zahl des Menschen, und 50, die Wirkung des Heiligen Geistes. 6 mal 50 ist 300, das heißt, wenn ein Mensch durch die Zahl 6 symbolisiert, das ist das Zeichen und die Zahl des Sünders. Wenn der Sünder durch 50, durch den Heiligen Geist wiedergeboren wird, dann gehört er in der Arche. Sie ist 50 Ellen breit, das heißt, sie schreit 50, 50 ist das Wort, das wir mit Pfingster übersetzen. Pentekoste, das griechische Wort, das heißt die Wirkung des Heiligen Geistes, das heißt, sie ist rein vom Heiligen Geist geschaffen. Zu der Gemeinde Jesu gehören nur Wiedergeborene. Was hier auf der Erde passiert, der Versammlung, wo Leute drin sitzen, das ist nur eine Multimomentaufnahme. Da ist nicht gesagt, dass da jeder zum Leib Christi gehört. Und sie ist 30 Ellen hoch, das ist 5 mal 6, 6 wieder der Sünder und 5 die Zahl der Gnade. Da geht es nur über die Gnade. Und diese Arche hat eine Lichtöffnung, die ist nach oben. Das heißt, das ganze Licht, ihre ganze Erleuchtung, alles, was ihr am Bewusstsein geschenkt wird und Durchblick kommt von oben, vom Herr Jesus. Und je mehr ein Mensch vom Herr Jesus weggeht, auch ein Gläubiger, je mehr wird er verblendet und je weniger wird er etwas erkennen und dann fällt er auch unter das Gericht. Sie merkte nichts. Und das ist heute der Grund. Das Weiche vom Herr Jesus, das Weiche von der Heiligen Schrift, dass man nicht mehr vom Angesicht Jesu steht, das bewirkt bei der Welt sowieso, dass sie vollständig von diesen antichristlichen Kräften verblendet und verführt wird, aber auch bei den Gläubigen. Je mehr man hier auf die weltliche Schiene setzt, je mehr man die Absonderung, das heißt das Pech weglässt, äußerlich oder innerlich, je mehr wird hier die Lichtöffnung keine Rolle mehr spielen. Das heißt, es geht der Durchblick verloren. Und die hat 3 Stockwerke, unteres, zweites und drittes Stockwerk. Das heißt Geist, Seele, Leib, da wird der ganze Mensch betroffen. Und jetzt sagt er was Wunderbares, Vers 18. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten und du sollst in die Arche gehen.
Das sagt samt der ganze Familie, damit sie im Leben bleiben. Das heißt, in dem Moment, wenn wir in die Arche gehen, wiedergeboren sind, Gottes Kinder, uns innerlich und äußerlich absondert, alle Erleuchtung von der Lichtöffnung, von Jesus, das Licht der Welt ist erwartet, dann werden wir hier vollkommen sicher sein und werden entfliehen. Aber die Bibel sagt, Vers 22, du musst es genau so machen, wie Gott sagt. Und das Völkermeer wird noch in den Zustand kommen, wie bei der Sintflut. Ich habe mal Dokumentation gesehen, was bei der Sintflut wohl passiert ist, kann man sich nicht vorstellen. Aber das Völkermeer wird rasen. Und das sagt ja Lukas 21, das Völkermeer wird rasen. Es wird aufgewühlt sein. Und jetzt kommt der Punkt, wo die Gläubigen diese Erleuchtung eigentlich auch den Leuten sagen müssen. Und das ist die Gelegenheit, das Evangelium zu verkündigen. Darum haben wir jetzt neu das Traktat, da bin ich unserem Bruder Hans-Jürgen sehr dankbar, dass er das nochmal aufgelegt hat. Diese wunderbare Schrift über die vier Ärzte. Einfacher kann man das Evangelium gar nicht mehr weitergeben wie das. Das ist gigantisch. Wir haben jetzt die Gelegenheit, den Leuten nochmal die Wahrheit zu sagen, aber auch diese Dinge zu zeigen. Es gibt Gemeinden, die stecken den Kopf in den Sand wie ein Vogelstrauß. Die wollen nichts hören, nichts sehen, die wollen nur ihre kleine friedliche Versammlung, die wollen sich am Sonntagmorgen versammeln, die wollen ihr bisschen ihre Gemeinschaft, wollen auch Kaffee trinken. Also ich sage es mal hart, kleine heile Welt, Entschuldigung, warum brauche ich Waffenrüstung laut Epheser 6? Weil ich im Krieg bin. Ein Gläubiger ist grundsätzlich ein Krieger. Er ist kein Ausflügler. Er ist kein Kaffeehausbesucher, sondern er ist ein Krieger, er ist im geistlichen Krieg mit den Finsternismächten. Allerdings steht er auf der Seite des Siegers, weil der Jesus diese Mächte besiegt hat. Sobald wir seine Mittel, seine Waffenrüstung nehmen, werden wir siegen. Und jetzt muss ich einfach hingehen und kann nicht sagen, oh, wir haben gar keinen Krieg. Es ist alles wunderbar, was uns die Leute, die Obrigkeit, die Welt und die weltweite Entwicklung sagen, ist alles wunderbar. Sondern Epheser 5,11 sagt, habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Ist unser Auftrag. Wisst ihr, ich werde teilweise angegriffen, weil wir hier aus bestimmten Konsequenzen, weil wir uns nicht registrieren lassen wollen, die Versammlung hier praktisch nur noch privat abhalten und nicht mehr im großen Rahmen. Aber was mache ich mit den Leuten, die zum Beispiel sagen, es ist alles harmlos, alles wunderbar, ihr braucht überhaupt nicht aufpassen. Was ist mit denen? Versteht ihr? Die Bibel sagt klipp und klar, du musst es aufdecken. Das geht nicht, da man den Kopf in den Sand streckt. 1. Thessalonicher 5, 21 sagt, alles prüfen, das Gute behaltet, müsst alles prüfen. Matthäus 24, 4 sagt der Herr Jesus, und ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt, als er die Endzeitrede beginnt, da sagt er nicht, du musst auf Israel sehen und das und das und das, sagt er nachher alles. Aber er sagt was ganz anderes. Er sagt, habt Acht auf, andere Stelle heißt auf euch selbst. Hier heißt, habt Acht, dass euch niemand verführt. Später wird dann wiederholt, hab Acht auf dich selbst. Also ich muss auf mich selber aufpassen. Ich muss aufpassen, dass man mich nicht verführt. Die Verführung ist das Element der Endzeit. Lug und Trug. Wenn du glaubst, dass die Welt die Wahrheit sagt, dann bist du erledigt. Die Welt ist in den Klauen des Teufels. Unser Jesus sagt klipp und klar, wie das läuft, dass wir zu wachen haben, dass wir Acht haben müssen. Und bei der Versuchung Jesu sagt der Teufel, die Welt, ich übergebe sie dir, wenn du willst, weil mir ist sie übergeben. Also er würde ja Jesus hier Macht geben, weil er sagt, sie ist ihm übergeben. Und das ist so, nur unter der natürlich Kontrolle Gottes, nur soweit Gott zulässt. Aber die Welt ist in den Klauen des Teufels. 1. Johannes 5. Wenn ich jetzt glaube, dass hier die Welt, die vom Lügegeist geprägt ist, die vom Vater der Lüge geprägt ist, die Wahrheit sagt, bin ich sowieso verführt. Sonst kommt dieser Kadavergehorsam, da man einfach alles glaubt, was die Obrigkeit sagt, alles glaubt, was die Medien sagen, man ist einfach so naiv, dass man glaubt, die lügen nicht. Ja, Entschuldigung. Die Bibel sagt klipp und klar, der Einzige, der nicht lügt, ist Gott. Der Einzige, der die Wahrheit ist, ist der Herr Jesus. Johannes 14, 6. Die einzige Quelle, wo wir die Wahrheit erfahren, ist die Heilige Schrift. Psalm 119, 160. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Nur die Bibel ist die Wahrheit. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Wenn jetzt der Heilige Geist mich durch den Herr Jesus erleuchtet,
dass ich die Heilige Schrift verstehe, dann sehe ich die Zusammenhänge. Dann sehe ich das, dann bin ich in der Arche vor der Lichtsöffnung. Und dann kriege ich plötzlich Erleuchtung. Dann sehe ich, hier braut sich Offenbarung 13 zusammen. Dann sehe ich, die Gesetzlosigkeit nimmt überhand. Die wird immer schlimmer. Ich sehe, wie die Liebe der Gläubigen erkaltet. Alles, was prophezeit ist. Ich sehe zum Beispiel, dass Zustände sind wie zur Zeit Noahs, zur Zeit der Arche. Ich sehe, wie die Leute sich nur um das Irdische drehen, nur Essen, Trinken, Urlaub, diese Dinge. Wie im alten Rom. Und Rom kehrt zurück am Schluss. Und dann sehe ich, wie letztendlich auch die apokalyptischen Ritter immer schneller galoppieren. In Tachai, schnell geht es. Und ich sehe plötzlich, wie die Gefahr da ist, dass letztendlich auch die Versorgung zusammenbricht. Dass diktatorische Strukturen über diese Dinge aufgerichtet werden können. Wir haben jetzt schon Dinge, wo früher unfassbar gewesen wären. Und das Interessante ist, wir haben das nicht in Deutschland, wir haben das weltweit. Und das ist Zeichen, dass Offenbarung 13 ist. Das ist ein antichristlicher Geist, der durch antichristliche Kräfte systematisch die Vorbereitung für die Ankunft des Antichristen trifft. Das ist dieser antichristliche Geist. Und die Gemeinde Jesu hat mit dem nichts zu tun. Sie ist innerlich, äußerlich abgesondert, mit Pech verpicht. Sie ist in der Arche, guckt nur nach der Lichtöffnung, nimmt die ganze Erleuchtung nur aus der Heiligen Schrift, nur vom Herr Jesus und wehrt sich gegen das. Und wacht und betet und kämpft diesen Gebetskampf aus. Lukas 18, 1 bis 8, und der Jesus sagt nicht umsonst, meint ihr, dass ich diesen Glauben auf Erden finden werde? Geschwister, lasst euch Lukas 18 nicht rauben. Lest diese 8 Verse in aller Ruhe durch. Das erwartet der Herr Jesus, dass er das findet bei uns, wenn er wiederkommt. Diesen Glauben, der Gott so im Gebet bedrängt. Und ich glaube auch darum, dass Lukas 21, 36, ich habe schon oft zitiert, aber das wird immer wichtiger für diese Zeit, dass das geschehen kann. Darum wacht jederzeit und bittet, und jetzt kommt das Gebet aus Lukas 18, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allem zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Er wird uns entfliehen lassen, wenn wir in der Arche bleiben, wenn wir abgesondert bleiben, wenn wir verpicht bleiben, wenn wir unsere ganze Erkenntnis, unsere ganze Vorstellungskraft nur aus dieser Lichtsöffnung von Jesus direkt gewinnen in der Arche, und die Bibel als letzter Maßstab nehmt und alles, was mit der Bibel nicht übereinstimmt, als Lüge deklariert. Das ist ja so, die Welt lügt ja nicht an jedem Punkt. Aber es ist eine ganz raffinierte Vermischung von Lüge und Wahrheit. Und Halbwahrheit ist schlimmer. Dämmerung, sagt die Bibel, wird dir als Gläubiger zum Fallstrick. Da muss man aufpassen wie sonst was. Jetzt kommt natürlich nur das persönliche, seelsorgerliche Moment für uns Gläubigen. Ich sehe das immer mehr, wie die Gläubigen mir auch sagen. Ich sehe das auch bei mir, muss ja ehrlich sein. Du beginnst langsam auch zu resignieren. Du beginnst entmutigt zu werden, wenn du das alles siehst. Du bist ja ein Mensch, du bist ja kein Übermensch. Und jetzt hat Gott extra, und das ist mit der seelsorgerlichste Brief der ganzen Bibel und das seelsorgerlichste Kapitel mit der ganzen Bibel, 2. Korinther 4. Natürlich ganz wichtig, was der Jesus sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Jetzt sagt Paulus in 2. Korinther 4, 1, darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dienst haben, gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben. Er sagt, wir gehen vor allem weg von der Fälschung vom Wort Gottes, vor Heimlichkeiten, vor Schändlichkeiten. Und sagt klipp und klar in Vers 4, dass der Gott dieser Welt, der Teufel, den Ungläubigen die Sinne verblendet hat. Sie merken gar nichts, aber auch viele Gläubige merken nichts, weil sie ähnlich verblendet sind, obwohl sie teilweise wieder geboren sind. Und trotzdem, wenn sie nicht vor der Lichtsöffnung steht, kommt ihre Erkenntnis nicht von Gott, sondern von der Welt. Und Jeremia 17, alles was weltlich Gott ersetzt, da ist ein Fluch drauf. Wir brauchen das helle Licht des Evangeliums, das dann genannt wird. Wir predigen nicht uns selbst, sondern Herr Jesus allein, und dass wir nur Sklaven Jesu Christi sind, Vers 5. Jetzt sagt die Bibel, wir müssen erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wenn wir vor dieser Lichtsöffnung stehen, dann stehen wir vor dem Angesicht Jesu, dann werden wir erleuchtet. Und diese Erleuchtung, diese Erkenntnis ist das, was Gott will. Wisst ihr, wir sind heute wieder in dem Zustand, dass du nicht sagen kannst, was morgen ist. Du brauchst heute jeden Tag vor Gott Weisung. Du musst jeden Tag vor Gottes Angesicht stehen, dass er dir den nächsten Schritt zeigt. So werden wir durch die Endzeit kommen, nicht mit unseren eigenen Kräften. Er sagt 7,
Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei, nicht von uns. Er sagt klipp und klar, wir haben ein irdenes Gefäß. Ich bin jetzt über 70, mein irdenes Gefäß ist wackeliger, wie es vorher war, muss man ganz einfach sagen. Aber innen drin, die überragende Kraft, die lässt nicht nach. Er sagt, acht, wir werden überall bedrängt. Das ist vollkommen normal. Das Wort bedrängt, da kommt das Wort Drangsal, Trübsal, griechisch Lipsis her. Oder Lipsis ist das Grundwort, das hier benutzt wird. Und das heißt Libomenoi. Er sagt, wir werden aber nicht erdrückt. Das heißt, Druck kann ich nicht verhindern. Aber dass er mir Schaden zufügt, kann ich verhindern. Wir kommen in Verlegenheit. Das heißt, wir müssen manchmal nicht mehr was tun, aber nicht in Verzweiflung. Geschwister, passt auf, dass ja keine Verzweiflung aufkommt. Das ist in der Regel ein Zeichen, dass der Teufel uns schon ziemlich unterwandert hat. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Er wird bei uns sein. Und Verfolgung, wir werden sehen, was kommt. Wir wissen es nicht. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Es kann sein, wir fliegen einmal um, aber wir werden nicht untergehen. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus im Leib umher, damit auch das Leben Jesu in unserem Leib offenbar werde. Durch dieses, in diesem irdische Leib, der vom Tod gezeichnet ist, Leben, kann der Jesus sein wirkliches geistliches Leben in uns offenbaren. Wir haben den Geist des Glaubens, Vers 13, und durch diesen Glauben können wir alle diese geistlichen Dinge durchleben. Und Vers 15 redet dann von einer zunehmenden Gnade. In der Endzeit nimmt die Gnade nicht ab, sondern zu. Nur müssen wir das erwarten. Jetzt kommt 16, das ist ganz wichtig. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Der innere Mensch kann nicht, wenn er vor der Lichtsöffnung steht, in der Arche, wenn er vor dem Herr Jesus steht, nicht aufgerieben werden. Im Gegenteil, er wird erneuert. Denn unsere Bedrängnis, und da steht jetzt Lipsis, die schnell vorübergehend ist und leicht, wie man sagt, sie ist schnell und leicht, verschafft uns eine ewige, über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, was sich hier vor unseren Augen abspielt, mir geht es auch langsam auf den Nerv. Du hörst nichts mehr, du kannst keine Zeitung mehr aufschlagen, nichts mehr. Jede Nachricht, alles dreht sich nur noch um Dinge, wo ich sowieso weiß, dass ganz viel einfach, wo ich einfach in was hineingetrieben werden soll. Du kannst nicht mehr hören, aber das ist ganz einfach. Wir sehen nicht auf das Sichtbare, was sich hier vor unseren Augen abspielt, sondern auf das Unsichtbare. Auf diesen heiligen Weg, Hebräer 10, 19. Durch den wir direkt vors Angesicht Jesu gehen können, direkt in die Gegenwart Gottes. Wo steht das alles? In der Heiligen Schrift. Wir sehen das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das zeitlich, das heißt vergeht. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Geschwister, Noah ging in die Arche. Das ist der wichtigste Punkt. Wir müssen sicher sein, dass wir in Christus sind, dass wir wiedergeboren sind. Aber dann müssen wir in dieser Arche bleiben. Das ist das, was der Jesus sagt in Johannes 15, bleibet in mir. Wir müssen in ihm bleiben. Wir müssen gucken, dass die Absonderung, das Pech außen und innen sauber ist. Wir müssen gucken, dass wir vor der Lichtsöffnung stehen. Wenn das der Fall ist und wir Lukas 18 praktizieren, diesen wirklichen geistlichen Gebetskampf, dann hat mir die Verheißung aus dem Lukas 21, dass wir entfliehen werden. Ich sage euch von ganzem Herzen, ich will nichts anderes, als dass das bei mir passiert. Ich hoffe, das bei euch auch passiert. Ich möchte beten. Ja, Jesus, du hast alles getan, dass wir auch diese schreckliche Endzeit überleben. Du hast deine Gemeinde und deine Jünger alle Zeit durchgebracht. Du wirst auch uns durchbringen. Ich bitte einfach, gib uns geöffnete Augen, dass wir wachsam sind, alles durchschaut, dann auch alle Zeit vor deinem Angesicht stehen bleiben. Diese Weisheit, die Jakobus beschreibt, in Jakobus 1, 5 und 6, ohne die wir keine Chance haben, dass du die uns gibst, dass wir erleuchtet werden mit dem Heiligen Geist und das Richtige tun, dass wir dir, dem Lamme, folgen, wohin du gehst. Und egal, wohin du uns führst, das wird richtig sein. Wir beten dich dafür an. Amen.